Hallo Freunde, willkommen. Ich habe jetzt herausgefunden, wo dieser geheime letzte Stern ist. Ja, also, weil wir es im letzten Part ja nicht geschafft haben. Blöd gelaufen. Aber dafür können wir es ja jetzt nachholen, wenn dieser verfickte Mario mal springen würde. Ja, also erst müssen wir hier hoch und dann müssen wir irgendwie, keine Ahnung, nochmal da hoch oder sowas. Ich habe auch schon wieder vergessen. Und dann müssen wir noch hocher. Und dann, wenn wir oben sind, dann fallen wir wieder runter irgendwie. Und das ist ja gar nicht so gut. Und dann müssen wir irgendwie nach hier. Toll, und da ist so eine fucking Tür. Offensichtlicher geht's nicht. Wieso konnte ich das nicht finden? Wieso konnte es mir nicht gelingen, es zu finden? Wirklich, ich habe, als ich das gesucht habe, offscreen, ich habe 5 Minuten gebraucht. Wenn überhaupt. Ja, okay. Ja gut, aber reingegangen bin ich nicht. Ach ja, ich darf ja... Okay, das war doof von mir. Ja, ich falle ja durch Sachen durch, ja. Ja, tut mir leid, ich bin einfach nur abgefuckt von der Situation. Weil es so offensichtlich war. Oh man, ist jetzt mal langsam gut, okay. Okay. Ich darf nicht auf den Gitterboden. Irgendwann lerne ich es auch vielleicht. So, flat wurden mir wieder mal abgenommen, ne? Ach, das ist ein Metall... Das wusste ich jetzt echt nicht, dass das ein Metalldings ist. Es war einfach ein Stern, genau wie der, nur dass der ein bisschen weniger durchsichtig ist. Mann, jetzt lass mich doch mal keinen Scheiß hier machen. Ah, oh, fuck. Okay, mir gehen echt alle Leben hier noch aus. Ich glaube, das wird ein Game Over noch. Ich glaube, wir hatten bis jetzt noch kein Game... Was? Tut mir leid. Ja, das bricht einfach durch, oder was? Komm schon, Alter. Letztes Leben. Als ob das jetzt klappen wird. Ja, der wird jetzt eh wieder den Boden durchbrechen, keine Ahnung. Man darf einfach... So, jetzt wissen wir es ja, dass das Ding Metall ist. Und jetzt darf ich nur hier drauf stellen. Und nicht mehr auf den anderen Blöcken. So. Soweit so gut, dann kann ich auch hier rein. Dann werde ich wieder auf unsichtbar gemacht. Was bin ich jetzt? Achso, jetzt bin ich normal. Oh, ich muss hier Silbersterne sammeln. Das ist aber gar nicht gut. Ja. Gucken wir mal, ob wir hier oben einen finden. Tun wir tatsächlich. Okay, einen haben wir ja schon. Und ich habe den zweiten. Und ich habe schon noch zwei weitere gesehen. Einer ist direkt hier vorne. Und einer ist auf der Innenseite. Vielleicht schaffen wir es ja doch diesmal. Wer weiß. Ey, scheiße, ey. Mann, ich springe gegen ihn, versuche ihn wegzunocken, ist es trotzdem er, der mich trifft, so. Wisst ihr, man macht sich extra die Mühe. Und trotzdem passiert sowas. Okay, wir schauen mal. Okay, das ist Nummer 4 hier vorne. Der letzte war auf der Innenseite. Ah, fuck. Okay, so kommen wir da nicht hin. Wir müssen von der anderen Seite eine Gelegenheit finden. So, jetzt vielleicht. Okay. Haben wir irgendwie sogar tatsächlich geschafft. Jetzt muss ich nur hier warten und mir die Nummer 5 einsacken. Und dann gucken wir mal, wo der... Oder wo die Scheinsprite spawnt tatsächlich da oben. Ich glaube, ich lege den Controller jetzt weg. Ich drücke jetzt einfach nichts mehr. So, jetzt lasse ich das Spiel einfach für sich selbst arbeiten. Yeah, ich habe wirklich die Hände nicht mehr am Controller. Das wird jetzt alles von selbst gemacht. Wenn ich jetzt runterfalle, dann ist doof. Aus irgendeinem Grund. Aber sonst kann ich mit meinem Null Leben mir gerade noch so die Scheinsprite gönnen. Ja, das ist gut. Okay. So, damit haben wir es. Wir können saven und ja, ins erwartete Kamek-Level reingehen, was wir schon mal aus Versehen betreten haben. War das nicht das Kamek-Level? Ach, hier oben. Richtig, hier oben. Ich kann es nicht glauben. Meister Bowser? Ich habe Bowser... Achso, ich kann... Hä? Was? Das ist nicht Meister Bowser. Ich habe Bowser geholfen, meinen Masterplan umzusetzen. Oder technisch meinen Masterplan. Ich habe ihm geholfen, als er meine Magie sich leihen musste, um das Airship, also das Luftschiff, sich zu kreieren und all die Kräfte zu kommandieren. Und ich habe ihm gesagt, wo der Ob der Power ist. Und
wie, keine Ahnung, dankt er mir dafür, er hat mich aus seinen High-Ranking-Officers rausgekickt. In anderen Worten, er hat seinen Lehrer gefeuert. Raute, Dollar, Prozent. Ich hätte es wissen sollen, Bowser kann mit so viel Kraft nicht umgehen. Der Orb der Power muss ihn eingenommen haben. Er versucht, den gesamten Planet zu zerstören. Er will ihn nicht nur übernehmen oder regieren, sondern ihn komplett in die Luft sprengen mit dem Meteor, den er versucht zu beschwören. Ich habe ihn vom Baby an großgezogen. Das ist Bowser. Ich werde ihn besiegen. Du hast mich immer wie Dreck behandelt und jetzt wirst du es zurückkriegen. Oh, eine kleine Rückblende. Du kommst nirgendwo vorbei, Yoshi. Gib mir das Baby. Es gibt nicht mal ein Baby. Also klar, es ist die Rückblende von Yoshi's Island. Da wurde Yoshi das Baby. Oh, der junge Master Bowser wird wach. Garmek, es ist laut hier drin. Und jetzt wird der platt gemacht? Ja, richtig. Das ist wirklich eine Rückblende aus Yoshi's Island. Okay, und jetzt bin ich da mit meinem Null-Leben. Tja, wir werden mal sehen. Koopa, wer ist denn das? Ah, Mario, was machst du hier? Du musst Bowsers Gegner sein und Bowser ist jetzt mein Gegner. Aber das macht dich nicht zu meinem Verbündeten. Du sollst immer noch meiner Magie kaputt gehen. Oh Gott. Na toll. Also ist das ein Bossfight? Ich dachte... Oh. Oh, ich verstehe. Okay. So ein Survival-Kurs. Ich bin natürlich dankbar jede Münze an, die ich hier kriegen kann. Oh, die blaue... Anstatt die blaue Münze zu kriegen, verliere ich nur viel mehr Leben. Oh Mann. Hätte ich mal nicht nur ein Leben, dann hätte ich auch, glaube ich, eine Chance gehabt. Boah, wo bin ich über... Wo bin ich zur Hölle? Ich bin oben. Was? Wie bin ich nach oben hingekommen? Wie bin ich nach oben gekommen? Ist schon klar, der beschwört immer neue Viecher und neue Sachen. Ja, ich glaube, lange mache ich das hier nicht. Oh, ich falle in die Lava, oder? Na, ja, doch nicht. Spring doch! Wieso springt er nicht? Okay, hey, ich bin wieder full life. Ist doch gut. Ich hab wieder volles Leben. Aber fragt sich nur für wie lange. Das ist echt so ein Survival-Level. Also so ein Boss-Level im Prinzip. Ja, und wir haben auch mal Yoshi gesehen in diesem Spiel irgendwie. Oh, was? Das hat mich heruntergenockt. Das ist nicht gut. Ist das hier Boden? Bitte sei Boden. Ich kann anscheinend seine Zauberdinger wegspinnen. Das habe ich auch gerade gemacht, nur es hat mich irgendwie voll in die Lava geschlagen. So, und hier kriege ich ja gerade nichts ab. Oh, hier andererseits schon. Jetzt kommen Explosionen dazu. Ich versuche mal, solange es geht, die blauen Dinger da zu lassen. Bestimmt brauche ich die gleich noch. Oh. Kabum! Oh Gott, Bullet Bits. Geht's jetzt hoch oder was? Oder bleiben wir jetzt hier? Dann mal schauen. Hä? Da muss doch irgendwas passieren, oder nicht? Geht's hier weiter? Es geht nicht weiter. Oh Gott, ich wurde nicht erwischt. Geht's da hoch? Es geht irgendwie nirgendwo hin, so wirklich. Ach, jetzt auf einmal. Okay, ich habe genug Zeit hier verschwendet. Also ich werde meinen Big Bully hier in Gefangenschaft lassen. Oder eingesperrt lassen, ja. Okay, also ist er jetzt der Boss. Tja, und das war's mit der spaßigen Musik. Ja, dann komm mal her, Mr. Bully. Oh, während noch Goombas regnen. Was? Er ist von alleine in die Lava gelaufen. Das zweite Mal war ich nicht. Und er fliegt wieder in die Lava. Er ist echt doof. Die anderen Bully-Bosse waren viel schlimmer. Aber gut. Okay, das ist so ein rötlicher Powerstar. Insignia. Hey, aber geschafft. Nice. War jetzt... Oh, was war lustig, das Level irgendwie, das Ende vor allem. Oh yeah, 47 haben wir schon. Ich glaube, das sind bei weitem noch nicht alle, die ich hier gesammelt habe. Tja. Wisst ihr was, ich habe noch eine Idee, glaube ich. Moment, lass mal kurz rausgehen. Ich weiß nicht, wie man das hier freischalten könnte.
Ich hatte doch letztes Mal... Also nicht letztes Mal, es ist eigentlich ein paar Parts, ja, aber ich würde gerne auf das Dach diesmal. Und letztes Mal habe ich das auch so gemacht, wie bin ich schon mal da hingekommen? Ne, Quatsch, nicht hier. Moment, ich mache das jetzt schon mal alles. Wo ich auf die Rückseite bin, aber ich kann auch genauso gut mit dem Flat, meine ich, auf die Vorderseite. Weil ich letztes Mal irgendwie... Das vor ein paar Parts war das halt, ne? Irgendwie nicht gemacht habe. Denke ich mal gerade drüber nach, so. Bestimmt habt ihr es auch schon lange in die Kommentare geschrieben oder so, aber... Naja, ich glaube, ich nehme das alles so ein bisschen auf Vorrat auf. Ich weiß jetzt nur nicht mehr... Okay, den können wir uns gönnen. Den von mir ist auch, aber ich glaube, den roten ist schon der relevanteste. Wie geht's jetzt nochmal hier raus? Okay, irgendwie, keine Ahnung, haben wir es gemacht. So, wieder draußen. Ach, den behalte ich gar nicht. Ach, scheiße, und ich dachte schon, ich wäre ein Genius. Ja gut, damit hat sich das dann auch erledigt. Der wird gar nicht behalten. Tja, dann können wir nur gucken, was so die letzte Etage für uns übrig hat. Nämlich, wenn wir hier lang gehen. Dann noch mehr Levels kommen. Ach so, dann komme ich nur mit einem roten Scheinspot rein anscheinend. Oh, guck mal, noch mehr Levels. Und noch mehr Tots. Gibt mir einer von denen irgendwie einen Stern oder so? Moment, der hat was Wichtiges gesagt. Unter einem Gemälde von Wolken ist ein Secret. Wenn du darauf stammst, dann... Echt, kommt ein Geheimweg? Moment, Moment, ich weiß genau, wo er meint. Bevor uns hier alles weiter angucken. Wenn ich hier eine Stampfattacke mache, wirklich? Wow. Oh mein Gott, ja, manchmal lohnt es sich wirklich, den Leuten dazu zu hören. Tja, wir haben ein Geheimlevel gefunden. Nochmal. Okay, wir kriegen das und das. Und coole Marvel Galaxy Musik. In diesem Puzzle musst du zwischen Turbo und Rocket Flood ganz schnell switchen. Okay. Ja, ich muss immer diese Fische, die mir Leben abziehen. Was haben wir denn da unten? Da komme ich zum Beispiel gar nicht jetzt hin. Oh doch, da komme ich hin. Mehr Turbo Flood. Boah, ich sehe ganz schön was los. Okay, ein Switch. Der hat das schon mal aktiviert. Okay, also habe ich das schon mal ganz schön richtig gemacht. Jetzt muss ich hier nur schnell wieder raus, bevor ich ersticke. Okay. Wer weiß, ob hier auch noch Starcoins sind. Also immer schon aufpassen. Drücken wir mal das. Ja, einer von zwei Knöpfen wahrscheinlich. So, dann... Also hat es mit diesen Wolken doch irgendwas auf sich gehabt, wisst ihr? Oh, einer von anscheinend mehr als zwei Switchen. Ach, das erhöht das Wasser. Okay, dann scheiß mal drauf, wie viele Switches sind. Es geht einfach darum, du kannst unter Wasser nicht stampfen. Wenn der Block nicht unter Wasser wäre, dann könntest du ihn zerstören. Habe ich ihn ja so gerade selber versaut, oder wie? Ich weiß es noch nicht. Gucken mal, hier kann man rein. Wow. Ey, das lief ja voll scheiße, Mann. Da komme ich nicht hoch. Komme ich mit Hilfe des Dingen hier hoch? Ja. Das geht. Oh, da ist die Shinesprite. Oh, das ging ja schnell. Aber ich habe wirklich im Gefühl, da ist noch eine Starcoin. Wirklich. Allein schon mit diesem Block, der da noch war, so. Und diesem Schild. Wir gucken mal nochmal da drin. Also es war... Wow, yeah. 75% der Schnee-Sprites completed. Ich hoffe, du machst dasselbe mit den Starcoins. Ich habe 75% voll. Heißt das, mathematisch gesehen, 12, 24, nee, 12, 24, 48? Hat das Spiel 64 Sterne? Also nicht, ich ging von 63 Sternen aus, wisst ihr, aber laut dieser kleinen Botschaft sind es, glaube ich, jetzt 64 Sterne. Aber gut zu wissen, wir haben 75% durch, zumindest Shinesprite-mäßig. So, wir gehen jetzt nochmal hier rein. Und gucken nach einer Starcoin noch, die eventuell da sein könnte. Und wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir ja trotzdem coole Sachen hier gefunden. So,
Das heißt, ich muss das. Wie habe ich das eben gemacht? Ich glaube, wir brauchen. Das, was wir eben gemacht haben, brauchen wir ja, glaube ich, gar nicht. Also den Dings freischalten. Ich würde auch versuchen, hier kein Wasser zu aktivieren. Komme ich so irgendwie auch hoch? Nicht ganz. Wie habe ich es denn mal vorher gemacht? Habe ich den Wasserpegel steigen lassen? Hm. Wie habe ich das vorher gemacht? Also hier komme ich ja nicht durch. Okay, wir schauen mal. Wir klicken mal das. Dann erhöhe ich den ja auf jeden Fall. Das muss schon ein bisschen schneller gehen. So, dann kann ich die Stampfattacke auch nicht mehr durchziehen. Wenn ich das so weit runter mache, macht der auch nicht viel aus. Aber da ist... Ah, oh Moment, das ist ein Unsichtbarkeitsstern. Der könnte den ganzen eine Neuwürze hier verleihen. So, damit komme ich doch jetzt hier durch. Achso, nee, damit erhöhe ich das hier nur. Okay, nein, ich muss mich aber beeilen, bevor das Ding abläuft. Hier drücken. Und dann schnell wieder hoch. Und dann komme ich ja hier durch. Und dann kann ich es auch zerstampfen hier. Das gibt mir einen Metallpilz. Ich glaube nicht mehr daran, dass das irgendwas Starcoin-mäßiges ist. Ich glaube nur, dass... Wofür ist denn das? Ach, damit ich das hier zerstören kann. Ach, wisst ihr warum? Weil ich das eigentlich so machen muss. Oh, und ich habe das Level geglitscht einfach. Okay. Ja, gut. Ich gehe mal sehr stark davon aus, hier drin gibt es keine Starcoins mehr. Exit Level. Ja, ich habe es einfach nur... Ich habe da eine Stampfattacke gemacht, wo ich eigentlich keine hätte machen dürfen. Das ist einfach, habe das Level damit total abgekürzt. Ja, kann man natürlich so auch machen. Ja gut, dann halt nicht. Aber wir haben trotzdem eine Entdeckung gemacht. Ich bin trotzdem immer noch froh darüber. So, und jetzt gucken wir uns mal oben ein bisschen genauer um, bevor wir den Part beenden. Und gucken schon mal, worauf wir uns im nächsten Part dann einlassen. Also hier haben wir TikTok-Trauma, das Level. Ich weiß jetzt nicht, wo geht's denn zu? Hungry, 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 hungry. Wie lange geht das noch? 6 Mal. Das trägt mich auch in einen Geheimlevel. Mist, ich will aber noch nicht in einen Geheimlevel. Ich will nur gucken. Exit Level. Ach, dann komme ich wieder hier und deck mich doch. Okay, noch einmal gehen wir hoch. Wir nehmen keine Warp-Sterne, nix. Wir gehen einfach nur hoch. Also wir haben ein Geheimlevel, wir haben ein Level-Level. Und wahrscheinlich geht es auch irgendwo zu Bowser. Da haben wir noch ein Level. Mewtwo? Was labert er über Mewtwo? Ach, geh weg. Er denkt, er ist Mewtwo. Er denkt echt, er ist Mewtwo. Oh, das war... Ja, okay. Er hat keine Pokémon-Power mehr. Und Teleport. Und er ist weg. Was zur Hölle war mit diesem Mewtwo-Tod los? Er macht Training. Achso, für den Fall, dass ich versage, will er für mich einspringen. Okay, also haben wir hier noch ein Level. Und da oben geht's dann wahrscheinlich zu Bowser, ne? Tja, da haben wir ganz schön was vor uns. Oh, ich glaube, der ist ein bisschen gebuggt hier. ja. Gehen wir auch im nächsten Part hier rein. Naja, gut, dann warte ich mal hier vor und beim nächsten Mal dann geht's dann hier weiter. Bis dann.